Herzlich willkommen bei Ländle TV. In der Revue haben wir ausgewählte Themen der Woche für Sie zusammengefasst. Manche tun es oft, manche nur einmal. Für manche ist es die zweitschönste Sache der Welt, für manche eine lästige Pflicht. Aber für alle gibt es dazu jede Menge zu erzählen. Und genau das haben sich Markus Linz und Manfred Kreutler gedacht, als sie ihr neues Kabarettprogramm Zügler ins Leben gerufen haben. Fehlt nur noch Couch und ein Kleiderschrank. Die Kunst- und Kulturveranstaltungen in Vorarlberg nehmen langsam wieder Fahrt auf. Nach 14 Monaten Bühnenabstinenz und mit 195 Tagen Verspätung feiern Markus Linz und Manfred Kreutler am Dienstag die Premiere von ihrem neuen Kabarettprogramm Zügler. Zwar unter strengen Auflagen und mit weniger Publikum, aber mit sichtlich motivierten Protagonisten auf der Bühne. Die Freude, wieder spielen zu dürfen, überwiege. Wir haben brutal lang gewartet. Wir hätten eigentlich am 4. November Premiere gehabt. Das sind, glaube ich, 195 Tage später. Also jetzt haben wir viel Zeit zum Text lernen gehabt. Heute haben wir es, glaube ich, das vierte oder das fünfte Mal verschoben. Aber wir freuen uns wirklich sehr, sehr, dass wir anfangen dürfen. Und vor Publikum sogar. Die 100 Premierengäste im alten Kino Langquell kamen voll auf ihre Kosten. Markus Linz und Manfred Kreutler plaudern aus dem Nähkästchen und beleuchten ein Thema, das jede und jeder schon hinter sich hat: den Umzug. Zügler sind ja die meisten schon. Wenn nicht sogar alle, da kommt man dann im Laufe im Stück noch drauf, dass wirklich alle schon mal zügelt sind. Und wenn sie es nicht sind, dann tun sie es dann nachher, Bro. Das verraten wir natürlich noch nicht. Aber das ist im Prinzip der Aufhänger. Wir brauchen etwas, wo die Leute sich damit identifizieren können, wo die Leute mitreden können, hoffentlich auch mitlachen können. Darum das Thema Zügler. Die vorgeschriebenen Masken konnten die Lacher des Publikums kaum dämpfen. Die beiden Kabarettisten haben somit den Auftakt für ihre Tour gelegt. Was erwartet das Publikum, was erwartet euch? Ja, ich hoffe, einiges an Pointen, ich hoffe, einiges an Wiedererkennungswert. Ich hoffe natürlich auch, dass trotz Maskenpflicht das Publikum sich eineinhalb Stunden lang wohlfühlt, dass sie mit uns ein bisschen mitkommt und da oben genießen dürfen. Das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung. Viel höher, wenn man sich nicht schrufen, weil es für uns natürlich auch komplett unbekannt ist. Wie ist es unter solchen Umständen? Gerade fürs Publikum. Wir freuen uns sowieso. Ob jetzt begrenzt oder nicht. Wir haben einfach gesehen, wir möchten jetzt etwas machen und wenn man darf, möchten wir die Chance nutzen, weil immer noch ein Jüngerer, man darf nicht und dann tut man ohne, die ist auch nicht in Ordnung. Wir freuen uns, die da sind. Wir hoffen, dass die Leute, die eine Gaudi haben und die man kann und das ist für uns das Wichtigste. Neben aller Freude bleiben natürlich Wermutstropfen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Also wenn man es jetzt vom Wirtschaftlichen her anschaut, rentiert es sich nicht. Das muss man ganz offen sagen. Aber es ist ja für uns quasi eine Leidenschaft. Und wenn wir schon diese Leidenschaft endlich wieder auf die Bühne bringen dürfen, es ist ja nicht nur so, dass die Premiere um 195 Tage später ist, sondern wir sind jetzt beide 14 Monate nicht mehr auf der Bühne gestanden. Jetzt gibt es das alte Kino, über den Geschworenen, die Remise, die Chance, um das wieder zu machen. Also dann musst du sagen, du lass. Wir tun es. Und ich glaube auch, wenn man so das Publikum oder wenn man die Leute hört, die Leute wollen wieder ein bisschen unterhalten werden, wollen wieder in den Saal hier hochkommen. Ich glaube, das genießen. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen gehen die beiden voll motiviert in die kommenden Aufführungen. Österreich ist in Europa Spitzenreiter in Sachen Femizide. Eine traurige Bilanz. Bislang wurden im Jahr 2021 schon 11 Frauen ermordet. Die junge Generation der SPÖ Vorarlberg rief Montag zu einer Kundgebung in Bregenz auf, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Am Samstag versammelten sich Menschen auf dem Kornmarktplatz in Bregenz, um gemeinsam auf Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Unter dem Titel Femizide stoppen sollte ein Zeichen in der Öffentlichkeit gesetzt werden. Mich hat veranlasst, bei der Kundgebung mitzumachen und die mitzuorganisieren, dass einfach noch mehr Druck entstehen muss, dass das ernst genommen wird, die Situation vor der Frauen. Es ist ein gesellschaftliches Problem, wo uns alle was angeht. Und ich glaube, dass
wenn wir in der Öffentlichkeit da sind und das zum Thema machen und das enttabuisieren, dass das auch ein total wichtiges Zeichen sie kann oder ist für die betroffene Frau. Dass es aber einfach auch die Information verbreitet wird, wo kann ich mich anwenden und dass sie nicht alleinig sind. Femizide. Das sind Gewalttaten gegen Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Hinter solchen Morden stecken oft keine individuellen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel patriarchale Rollenbilder. Denn Gewalt von Männern gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen und Familienverhältnissen. 11 Frauen wurden dieses Jahr in Österreich bislang ermordet. 10 der Opfer wurden von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Eine Frau von ihrem ehemaligen Schwiegersohn. Gründe für die Gewalt in den eigenen 4 Wänden gibt es verschiedene. Es ist aber das, einfach das Rollenbild, das man noch hat von den Männern, die Gewalt ausüben, die einfach auch die Frauen in Abhängigkeit bringen auch durch unser System, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Und schlussendlich endet das oft in der Gewalt. Ziel der Kundgebung war vor allem auch öffentlich auf das Thema aufmerksam zu machen. Hinschauen und laut werden. Das die Devise der Rednerinnen. Aber wo soll Frau Anne? Und wie soll sie lernen? Mit ihrer sind es 600 Euro im Monat. Was man auf jeden Fall tun kann, ist nicht wegschauen. Schau und Anne helfen den Leuten, wenn sie wissen, dass eine Frau in einer Situation ist, wo daheim häusliche Gewalt stattfindet. Gehen Anne, reden mit dieser Frau und helfen der so gut wie es geht. Schauen um. Beweisen Zivilcourage. Hilfe für Betroffene gibt es bei der Frauenhelpline oder bei den Anlaufstellen der IFS, Amazone und Female. Mehr Informationen dazu sind im Internet zu finden. Das war die Revue von Ländle TV. In einer neuen Folge Schon gewusst gibt es spannende Eckdaten zu den Vorarlberger Energienetzen. Danach bringt uns Kachelmann die Wettervorschau für die kommenden Tage. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns, Sie nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Schon gewusst, dass in Vorarlberg 115.000 Hektar Boden von der Landwirtschaft genutzt werden? Schon gewusst, dass es in Vorarlberg über 3.000 Vollerwerbslandwirtschaftsbetriebe gibt? Schon gewusst, dass es pro Jahr ca. 280.000 Nächtigungen bei den Mitgliederbetrieben des Vereins Urlaub am Bauernhof gibt? Und schon gewusst, dass die Summe aller Exporte im Bereich Nahrungs- und Genussmittel pro Jahr knapp 900 Millionen Euro beträgt? Das Wetter wird Ihnen präsentiert von ländlejob.at, dem größten Jobportal in Vorarlberg. Herzlich willkommen beim Ländlewetter. Am Pfingstsonntag erwartet uns unbeständiges Wetter. Der Tag startet zunächst noch mit vielen Wolken. Es kann am Vormittag und in den Morgenstunden auch noch zu ein paar Regenschauern kommen. Und diese sind in allen Regionen möglich. Die Temperaturen liegen zum Tagesbeginn bei rund 3 bis 7 Grad. Tagsüber beginnt sich dann vom Westen her, von der Schweiz her, das Wetter zu bessern. Ab den Mittagsstunden sind dann im Rheintal auch längere sonnige Abschnitte zu erwarten und die Regenschauer, die einzelnen, aber dann auch nur mehr, ziehen sich dann in die Berge zurück. Die Temperaturen steigen am Pfingstsonntag auf rund 12 bis 17 Grad. Am Pfingstmontag kommt dann leichter Föhn auf und dazu stellt sich ganztags ein Mix aus Sonnenschein und ein paar dichteren Wolkenfeldern ein bei bis zu 19 Grad. Am Dienstag erreicht uns dann schon wieder die nächste Kaltfront. Sie sorgt für Abkühlung und Regen bis zu 14 Grad. Das war's vom Ländlewetter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.